So. Ja. Ich hatte hier etwas eine brenzliche Situation zu beheben. Habe ich behoben und wir sind jetzt auf unserer Reiseflughöhe von 15.000 Fuß unterwegs nach Stuttgart. Ich bin jetzt mal so an der Propellerdrehzahl, müsste passen jetzt. Und jetzt müssen wir noch den Höhenmesser richtig einstellen. Was? 292, natürlich, natürlich. Ist ein bisschen zu hoch. So, Engine. Okay, Propellerdrehzahl hat gar keine Auswirkung. Okay. Da geht ein bisschen schwer aus der Dingrate. Propellerdrehzahl passt. Wir haben keine. Was haben wir denn da unten? Generatoren aus. Also im Kabinendruck haben wir nicht so ganz verstanden. Die Generatoren machen mir immer ein bisschen stutzig, aber das ist nur ran. Halt, Nef kann man anlassen. Ja, aber läuft ganz gut. So wie es aussieht, sind wir jetzt wirklich schön auf dem Weg nach Stuttgart. Cool. Oh, guck mal, schön, hä? So, jetzt müssen wir noch die Reise. Jetzt sind wir auf Reiseflughöhe. Jetzt haben wir. Zero. Ja, 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 ich drehe ja schon ein Rädchen. One for zero. So, mit 800 gehen wir runter. Kollege, gehst du in den Sinkflug? Nicht weiter hoch, du sollst runtergehen, Kollege. Grad. Ist ein bisschen zu heiß, hä? Wieso steigt der jetzt schon wieder?
Er lässt mich nicht runter. Wieso lässt er mich nicht runter, Kollege? Bin schon wieder viel zu hoch. Hä, hey, jetzt ist schon wieder. Also ich glaube meine Sci-Tech-Dinger. Das war schon was hinstimmen. Cops. So, jetzt gehen wir wieder hoch auf die Nenngeschwindigkeit. Was war's? Jetzt drehen wir wieder am Rädli. Ah, passt doch. So, also ich merke schon, ich muss auf dem Vogel noch ein paar Stunden nehmen.
die ist doch nicht so ganz einfach zu beherrschen. Da ist meine dicke C208 ein bisschen einfacher. Wir haben jetzt Reiseflughöhe FL140. Ich habe das Ding jetzt einigermaßen unter Kontrolle. Wir gehen jetzt runter auf FL140, Verzeihung. Motormäßig passt alles, es läuft alles. Wir haben hier noch eine orange Meldung, dass die Batterie okay ein bisschen zu heiß ist. So, aber ansonsten sieht es jetzt mal ganz gut aus. Ja, ich weiß, dass ich auf der 07 landen werde, obwohl die eigentlich in Stuttgart so gut wie nie aktiv ist, glaube ich. Ach, jetzt sagen sie, ich mitten auf den anderen Runway. Puh, aber jetzt ging es echt die ersten paar Minuten gut rund, muss ich ganz ehrlich sagen. Also allein das Thema Druckkabine ist nicht zu unterschätzen bei so einem Flugzeug. Ja, das ist, ja. Und die Kombination aus meinen Sidetech-Panels und dem Mäuschen klingt okay. Wir sinken weiter, das ist okay. Altitude ist scharf. Ich mach mal, falls es da funktioniert. Muss ich wieder auf die 150 hoch? Na toll, da können wir sich auch mal auf was einigen. Jo. Zero, six, six. Okay. Oh, das ist ja ein übles Gekurbel hier. Gleich die richtige Höhe erreicht. 066. Ups. 066 eingestellt. My flying sucks, I know. So, Höhe ist erreicht. Sehr schön. Also den Vogel zu fliegen, das ist schon eine ganz andere Nummer, ganz ehrlich. Da ist die Buschfliegerei mit der Cessna ein bisschen einfacher. Puh, okay, jetzt mal 5 Minuten Sprachpause.
wenn du auf Reiseflughöhe bist, ist es wie in diesen Pilot's Eye Videos tatsächlich zu sehen. Klar, du hast Verantwortung als Pilot. Also ich möchte jetzt hier diesen Beruf, um Gottes Willen, also Land und Starte, ihr seht ja, was ich hier von Scheiß abgezogen habe. Aber wenn du mal auf Reiseflughöhe bist, ist wirklich nur Knöpfchen drehen nach Anweisung ETC. Oder? Das ist cool, ja. Der Flugplan ist komisch. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen zu beschleunigen. Das ist nicht viel, aber... hat aber was, also der Sound ist richtig geil für diese Turbine, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Hälfte müsste man haben. Schauen wir mal. Ich switch mal neben dran. Noch 102 Meilen bis nach Stuttgart. Okay, wir müssen gleich drehen. Oh, schon die Zeit bestimmt. Nee, es passt noch, sehr gut. Nee, da geht's. Ja, bin ich ja. Passt doch, 150. Gut. Sind es so 35 Meilen? Nee, Quatsch. Doch, noch 35 Meilen. Dann sind wir ja schon über Reutlingen. Da sind wir ja schon auf dem Standard Approach. Ist gar nicht so schlecht. Also deshalb fliege ich lieber GA. Ich meine, klar, mit der PC-12-Druckkabine bietet es sich an, höher zu fliegen.
auch über dem Wetter, aber ich fliege deshalb gerne GA, wenn du siehst, was mit der Landschaft. Klar, weiße Wolkenberge, ich finde sie interessant. Ja. Ich finde es aber nicht echt, wie jedes Mal interessant. Weil ich da hinten diese weiße Linie von diesem Weiler nicht so ganz mag, das hat wohl was damit zu tun. Darstellungsweite, da drüben sieht es netter aus. Interessante Sache, ja. Das ist das, warum ich eigentlich das immer machen wollte, das habe ich nicht geschafft, das zu machen. Weshalb ich PCs jetzt fliege. Aber mit den tollen Sachen, die ich habe, wird es immer besser. Dann war die 07 nicht. Ich weiß es nicht. Bin ja jetzt faul, ich nehme meinen Frequency Selector. Zero ging an mir vorbei, ganz ehrlich. Was ist das denn? Turn right heading 025. Okay. Wir gehen auf 2,5. Sinkflug wird eingeleitet. Mit My Scenery, heute kommt wieder alles zusammen, ey. So macht's echt keinen Spaß, schon gerade wenn man streamt und das einmal aufzeigt und dann auf YouTube hochladen will. Das, die 07 hat gar kein ILS. Wenn ich das richtig sehe. So. Ab hier müssten wir eigentlich schon Fotoszenerie haben. Was ist der Modell? Also, Ferry, das müsste schon
überrascht. Das muss sein, Otto. Otto Scenery. Ja, das sind Wolken. Das ist Otto Scenery. Ach, scheiße, das sind Wolken. Das ist Otto Scenery. Hast du das im Winter gemacht oder was? Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Flughafen Stuttgart aussieht, weil eigentlich habe ich den als Add-on extra. Und der mir sagt, der Kunde ist entladen, bin ich jetzt wirklich besorgt. Hörst du auf zum Steigen? Niner. Es geht wieder hier zu langsam, das müssen wir wieder am PC machen. Nein, 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 Gottes Wille. Beschleunig mal den Abstieg. Wahrscheinlich crashig oder so. Ich würde es mir zutrauen, dass das Ding jetzt absolut wie auf die Piste setzt, ganz ehrlich. Wir schneiden ein Problem jetzt. Naja, es hupt. Es hupt, warum? Speed, oder was? Ja, Entschuldigung, ihr habt es nicht gesehen. Wir sind Overspeed. Und deshalb lernt man sein neues Muster. Deshalb lernt man sein neues Muster in- und auswendig. Vor allem dann, bevor man hier so in der Öffentlichkeit dann Videos machen. Okay,
Ah, wow. Wo hat sie uns jetzt hingelegt? Achso, ja, die 07. Genau, wir holen jetzt aus. Kommt dann über die 07 rein. Mal die Checkliste für den Approach. Ja, das ist mir auch klar. Bei 178 Knoten Fahrwerk aus. Klappen ab 164. Okay. Genau die Info brauche ich. Bei Short-Tempo muss man gut. Jetzt sind wir gleich unten, da muss ich ein bisschen Gas geben. Okay. Das reicht mir schon an Info. Was sagt... Was? Ist immer noch 91 Kilometer, das ist kein Stimmen. Jetzt haben wir einen Standard Approach. Legen wir wieder ein paar Brickets auf. Alter, der Anflug ist ja übel, ey. Three zero liegt an. Ja, okay, jetzt kommen wir unter Vollenstern. Ja. Kann ich mir denn schon den Approach aussuchen? EDDS? Nein. Ich hab gar nichts. Sehr schön. Jetzt halten wir unser Tempo im Auge. Turbine ist zurück wieder. Ich schaffe das heute noch, ja? Raps. So, okay.
Jetzt wird spannend. Auf die letzten paar Meter. Ich mache gern Fotos, weil ich bin ja auch in einzelnen Facebook. Können wir den Descent ein bisschen beschleunigen? Also wie gesagt, also beim Steigen das Thema Kabinendruck, das muss ich mir noch ein bisschen, ich stelle gerade fest, dass ich mir noch mal schon aufpassen. Ja. Okay, jetzt dürften wir gleich nach rechts gelotst werden. So. So, jetzt schwenken wir voll auf die Bahn ein, ne? Spannend. Oh, oh, es wackelt ein bisschen. Aber das Wetter ist erstaunlich gut. Das Wetter ist erstaunlich gut. Also ich habe ja echt Wetter und jetzt hätte ich davon ausgehen, dass nee, ich nehme noch mal Paprika jetzt raus. So, jetzt sind wir im Prinzip fast auf dem Kurs auf dem Runway. Ich mag jetzt aber ein bisschen doch, ne? Mal eine Wolke auf Motorfoto. LSZC approach, ich habe keine LSZC. Checkliste wieder. Nein, 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 nein. Flaps nach oben, Taxiway, ja, das ist alles klar. Nein, nein, ich komme wieder Tag in der Flutsch. Steady Runway. Ein bisschen höher gucken. Ja,
ich nämlich das Gegen deaktivieren. Ja, genau. Leitstrahlen. Okay, wir fliegen von selber. Ja. Ich bin im Leitstrahl, aber ganz ehrlich, das ist das nächste, was ich übe, wenn ich keine Videos stream, wie ich die Gewässer gucke. Aus. Klappen 15. Bonus 40. Runway in sight. Ups, lande ich das denn an? Und 10 Knoten. Final Approach 100 bis 120 Knoten. Sehr gut. Lassen Sie noch ein bisschen runter. Ich liebe Fliegen, ganz ehrlich. Ich würde zwar nie selber mit mir in dem Flugzeug sitzen wollen, wenn ich lande, wenn ich nicht weiß, was passiert. Aber ich liebe das. Diesen Final Approach. Das ist Bombe. Klappen ganz raus. Auf den letzten paar Meter versauern wir es. Auf den letzten paar Meter versauern wir es. Bremse. Das ist dann noch.
Irgendwas ist kaputt gegangen, ich weiß nicht, was kaputt gemacht. Das weiß er, was er da macht. Stuttgart Ground. Good afternoon. WOM 9999 November 777 Whiskey Oscar on runway 07. WOM 9999 November 777 Whiskey Oscar. Taxi to gate 16A. Taxi to gate 16A. WOM 9999 November 777 Whiskey Oscar. Ich habe keine Ahnung, wo Gate 16A ist, ganz ehrlich. Ich werde es auch ignorieren und ich werde einfach zur General Aviation Ramp hier vorne gleich. Ist das mein Original Stuttgart oder ist das... Ich sehe jetzt Busch Park aus, das ist meine Scenery, okay, das passt. Das ist halt, was ich bei X-Plane was ich scheiße finde, dass einfach hier General Aviation oder generell einfach so, wir parken. Idle. So, wir stehen. Power. Jetzt ziehen wir schon mal die Parking Brake. So. Okay. Turbinen aus. Dann, Power Ground. Warte mal, das bis hier oben, glaube ich, einstellen, gell? Die Eis kann ich ausmachen. Property Eis kann man ausmachen. Wo setze ich jetzt den Power of Ground? Und der Stecher, das. Wenn ich das wüsste. Ground. Condition Lever. Cut off. Pass Wing No SMKG Switch. OHP. Off. Seat Switch. OHP. Off. Cooling and Heating Switches. OHP. Off. STBY Bus Switch. OHP. On. Up. Oxygen Lever. PD. Off. ECS Switch. EPR. Off. All radio and system. Off. All de-icing switches, OHP. Off.
All cooling and heating switches, OHP. Off. All external light switches, OHP. Off. Inverter Gen 1 switch, OHP. VAT. Avionics 1 switch, OHP. Off. Avionics 2 switch, OHP. Off. Gen 1 switch, OHP. Off. Gen 2 switch, OHP. Off. STBY bus switch, OHP. Off. Down. BAT 2, OHP. Off. BAT switch, OHP. Off. EPS switch, SPL. Off. Passenger entry door. Open. Cargo slash baggage door. Open. Hast du die 3 Stunden gebraucht oder was? Passenger entry door. For a coffee, it's time for a coffee cup, na dann. Ja, okay. Es war nicht sonderlich glorreich, vor allem mit dem Stall am Anfang und dem Verlust des Kabinendruckes. Alles rausgeschnitten, alles gepausiert. Aber ansonsten recht kurzweilig. Finde ich gut. Hat Spaß gemacht. Ich habe nur gemerkt, ich muss nur eindeutig mit dieser Scheißkiste Beacon Light Engine off und IRS. Ich muss einfach. Das muss ich schon noch ein bisschen lernen. So. Heute reicht es mir allerdings. Zu viel Katastrophe auch. Jo. Wir sehen uns beim nächsten Flug. Wir haben noch eine PC-12 in Buochs stehen. Die muss nach Orlando. Bis dahin werde ich noch ein bisschen üben. Und ansonsten fliegen wir jetzt ab Stuttgart auch regelmäßig mit der PC-12 unsere Ziele an. Die Landung war recht gut. Ja, aber ich werde auf den Muschel noch üben. So, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, was für ein blödes Deutsch. Vielen Dank fürs Zusehen heute Abend. Hat Spaß gemacht. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.